GIF, Animation, Animation. Okay, für dich ganz einfach. Ein fettes Meme machen, was du auf Social Media oder in deinen ganzen Messengern verwenden kannst, um deine Freunde so richtig schön zu belustigen. So könnte man das Ganze ausdrücken, denn du weißt ja, nach dem Format JPEG ist GIF das zweitmeistverwendetste Format im Internet. Und mit GIF kannst du eine kleine Animation an den Start bringen, ohne ein großartiges Video mit sehr, sehr viel Speicherplatz zu erstellen. GIF benötigt nicht so viel Speicherplatz, aber bei GIF gibt es auch keinen Ton und man muss immer gucken, je nachdem für welche Social Media Kanal man das herausrechnet, dass es vielleicht nicht so groß ist. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass sich das in der heutigen Zeit schon sehr stark geändert hat, aber vor ein, zwei Jahren war das Ganze noch so, dass man nicht mehr als 5 MB für ein GIF nutzen sollte. So könnte man das Ganze ausdrücken. Aber bevor ich jetzt so lange um den heißen Brei drumherum rede, freut es mich auf jeden Fall, dass du auch wieder heute auf diesem Kanal vorbeischaust. Ich bin Milo und ich zeige dir jetzt, wie du aus deinem Video ein wunderbares GIF erstellst und das ziemlich einfach und sehr, sehr schnell. Was wir dafür benötigen, ist ja wohl vollkommen klar, und zwar Filmora. Du erkennst, mein Video ist importiert und liegt auch schon in der Timeline. Und aus diesem Video werden wir uns jetzt eine kleine Sequenz heraussuchen, die wir für das GIF benutzen. Vor diesem Video, was du hier gerade siehst, habe ich nämlich die Sequenz aufgenommen mit verschiedenen Einstellungen bzw. mit verschiedenen Mimiken, Gestiken, so dass wir im Nachgang auf jeden Fall das perfekte Meme, das perfekte GIF erstellen können. Wenn du dir die Stelle herausgesucht hast, die du nutzen möchtest, schneidest du den Anfang oder das Ende oder in den Mittelteil, wie auch immer, heraus und den Rest löscht du. Damit haben wir unser Meme, unser GIF. Das sollte selbstverständlich nicht allzu lang sein, denn umso länger es wird, umso größer wird die Datei. Und vergiss bitte nicht, ein Meme geht ja nie länger so als 5 Sekunden. Dann fängt es von vorne an bzw. hört es auf und man kann sich das nächste Meme angucken. Wenn du damit soweit schon zufrieden bist, ohne dass du einen Text hinzufügst, kein Thema, dann klickst du jetzt auf Exportieren, gehst links unten auf GIF, kannst noch ein, zwei Einstellungen vornehmen, wenn du das möchtest, aber es reichen auch die Standardeinstellungen von Filmora. Gibst dem GIF noch einen Namen, sagst, wohin es exportieren soll und drückst dann auf Export. Danach ist dein GIF fertig. Bist du damit aber noch nicht zufrieden? Dann gehen wir selbstverständlich auf Titel. Suchen uns den Titel heraus, den wir jetzt gerne für unser GIF verwenden wollen. Und ziehen das per Drag and Drop runter über unser Video und machen jetzt einen Doppelklick drauf. Jetzt bearbeiten wir den Text. Den Text kannst du so anpassen, wie du möchtest, also nicht nur den Inhalt des Textes, sondern auch die Schriftart, die Schriftgröße und so weiter und so fort. Und wenn du damit zufrieden bist, dann ist dein GIF fertig. Jetzt nur noch Export drücken, unten links GIF auswählen, selbstverständlich dem GIF einen Namen geben, den Ausgabeort auswählen, ein, zwei Einstellungen vornehmen, sofern du das möchtest. Wie gesagt, Standard ist völlig okay, drückst dann auf Exportieren und schon ist dein GIF, dein Meme fertig und du kannst es mit der ganzen Welt auf Instagram, Facebook, Facebook Messenger, WhatsApp, WhatsApp Messenger und so weiter und so fort teilen, egal wie das Ganze heißen mag. Jetzt kannst du es mit deinen Freunden und mit vielen anderen Leuten einfach teilen, wenn du das möchtest. Und es könnte beispielsweise so aussehen. Und das ist die ganze Zauberei an der Kiste. Ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen und deshalb würde ich mich selbstverständlich freuen, wenn du dem Video einen Daumen nach oben gibst, diesen Kanal hier abonnierst, damit du auch gar kein Video mehr verpasst, wenn es um Filmora geht. Und für heute wünsche ich dir noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, einen schönen Abend, was auch immer. Wir sehen uns in der nächsten Video. Mach's gut, mach's besser. Ciao, ciao.